Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, ihr jetzt jubelt, denn ihr werdet satt werden. Selig, ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und euch in Verurteilung des Menschen zu uns geben. Freut euch und jauchzt an jedem Tag. Euer Lohn im Himmel wird groß sein. Evangelium, frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. Lörrer Fastnacht,
Wir Deutschen wissen von Mauern für dich. Ich glaube davon, wie sie jegliche Freiheit
Doch darum kannst du es mal informieren.
ernüchtert, stand Karl dann plötzlich dem Herrn gegenüber. Und ja, kippte vor Entsetzen fast vorüber. Ihr alle wisst, Karl ist in den Himmel gekommen, so wie er auf Erden Abschied genommen. Also geschniegelt, gebügelt im schwarzen Banat, weißes Hemd, bis da oben ein Stück Krawatt. Dazu sei ein weiß gepuderter Hut, fein gestylt. Und diese Farbenbrille bricht wieder alles an. Ihm gegenüber jetzt der Herr. Und das ist wunderbar. Wie seit 2000 Jahren schon, mit langen, offenen Haaren, mit einem Bart bis zur Brust verlangen, dazu sein dunkles, weißes Gewand, ein Art Männerumhang, Klamotten kam, unser großer Boden sah eine Anbindung am Boden nach. Kein Edelparfüm, kein Himmelschiff im Maß. Er wollte Herrn Jesus gleich einen Haken streichen, ihm weißes Puder in die Haare streichen, gab ihm den Katalog seiner neuesten Kollektion, aber der Herr lehnte ab in deutlichen Tonen. Du gehst jetzt erstmal, lieber Karl, so ist es ja erst für dich, zu deinem Termin beim jüngsten Gericht. Aber Karl hat gelost, doch statt Polasiro auf dem silbernen Tablett, reichte man ihm Well de Dieu. Anders, das war nicht. Und auf seinem Weg zum Gericht auf Mallorca kam er an so vielen Menschen ganz um den Bodenmaße vorbei. Im Gerichtssaal setzte er sich dann auf ein Federkissen. Und als Vorgeschichte zum Prozess muss man jetzt noch eines wissen. Karl hat auf Erden manchmal Sprüche getan. Einige davon kamen auch im Himmel gar nicht gegangen. So hat er auch einmal den Ausspruch bekommen, der nicht. Wer schon Hosen trägt, der hat sich nicht in die Kultur verloren. Das haben auch die 12 Apostel gehört. Und ja, die waren damals schon ziemlich verstört. Jetzt waren die Jünger Jesu als Beisitzer zu Karls Prozess gegangen. Und haben sich vorher darüber bedacht. Und haben sich alle dann um einen Computer gesendet. Und bei Amazon 12 deiner hässliche und gute Jobhose. So begleitet traten sich alle in den Gerichtssaal ein, Tennisoft unter den Schlafen mussten aushalten. Klamotten alle waren außer sich, was ist. Dieser Antrieb hatte dann folgendes und ähnlich ausgedrückt. Um es kurz zu machen, Karl hat im Himmel ganz wenig gelebt. Denn da oben herrscht nicht Kirches. Beim Herrgott zählt nicht Brot und Tür. Er öffnet seine Tür. Blumen, Anzug, Reichtum, ein jeder Baum. Der jüngste Nahrung, erst recht die Maße der Kleine. Dort oben sind Schlaue und auch manche andere. Und wer auf dem Lauf steht, freut ihn.
Doch komme ich nach und nicht nach uns, mein Licht und Wolf wieder an. Unsere Kirche steckt, und das ist sehr lokal, in einem tiefen Missbrauchskampf. Es wird viel uns beschrieben und gesagt, was jeder dazu seine Meinung sagt. Und ja, man kann hier von nichts anderem sprechen, als von einem furchtbar grausigen Verbrechen. Das ist ein unverzeihlicher Unterschied. Das ist kein Verzeihen, keine Milde. Wer andere sagt oder gar irgendwas vertuscht, wer hier den Staatsanwalt ins Handwerk pusht, tut gleichfalls Unrecht, ja ich sogar sage, der geht gegen so ein Verbrechen. Keine Frage. Ich schäme mich nur für alles, was geschehen, kann es für die Kirche nur als große Schande sehen. Und ich will und darf daran nichts relativieren. Ich bitte Sie, das zu üben. Und zu diesem Papier. Ich will aber trotzdem zwei Punkte in den Zusammenhang benennen, die wir dabei erantworten sehen können. Dass unsere Kirche, gerade medial, jetzt ja all das angefangen hat, das ist richtig so. Das habe ich gerade gesagt. Doch, dass man offensichtlich die Kirche jetzt darauf reduziert, dass sie scheinbar nichts anderes mehr als das bringt mich schon auf den Zenit, da bin ich schon oft mal am Umstehen. Kirche ist trotz dieser schlimmen Fehler mein Problem. Und das weiß jeder, der nicht aufs Stelle lediglich am Missbrauch hängen und leidet, sondern wer besiegt, was unsere Kirche sonst treibt. Aus der Sicht von einem, der sich wirklich schämt und ob des Missbrauchs ganz nicht hört bitte auf diesen Appell und tu ihn nicht einfach schnell ab. Wenn ihr zu Recht und heftig Unrecht kritisiert, uns anmacht, berechtigt, ungeniert, übersehen bitte trotzdem jede Frau und Männer nicht, die in derselben Kirche tun, nennen sich ihre Pflicht, die täglich kirchlich auf Linden und manche Frauen. Schau allein schon auf den Campus in ihrer großen Zahl. Die Menschen beraten, schützen und begleiten, gesunden und kranken stehen an den Zahlen. Die Kinder und Jugendlichen hilfreich und stützen zur Seite stehen. Ja, das sollte man trotz aller Skandale auch aufsehen. Nein, ich bin nicht mit dem durch Ablehnung erschüttert. Ich bin kein.
und euch auch gefragt, was es mit dem Jesus geschieht. Zuerst, wenn ihr den ersten Tag noch her, wie gewohnt sein Jahres gegen ihn da zu haben. Wunderschön und mit Gästen bis zum Boden, so wie es für einen Christen auch im Leben verbunden. Doch ein paar Tage später, da war ich verkürzt, hatte man den Christenbaum das hatte ihn sozusagen den Raum hochgezogen, ihm einen Minirock angezogen. Und damit kein Schweizer sich an mich mit dem Kopf anstößt, wie der Verschrocken und Hörers in den Stadt löst, oder kein Eingenuss in die Durchfahrt war blockiert, der in den Stadt in den Park mir tat der Abend Baum nur stand mitten im Winterwald in einem Sicherheit. Im nächsten Jahr, so schwach es mir, trägt er danach oben keine Wetter. Steht im Bau frei, da wir mitten in der Stadt gleich fragen, Brustbereich, das ist gut bekannt. Drum rufe ich zu der Stadt bei all ihren Sorgen, denkt bitte dran, mein nächsten Christbaum besorgen, auch Bäume sind nur Menschen. Thank you.
schärfen und scheiden, wird ihr nur machen. Dann werden wir ihr auch nicht lachen, dann werden wir ständig aus dem Land als Scheidenhaube. Umstrebt bitte nach Heiligkeit, liebe Leute, und beginnt dann gleich hier und heute. Spendet für einen guten Zweck. Ich schiebe das Geld dann auch gleich weg an Kinder, die in Urwaldfamilien wohnen. Also das tut es gar nicht.
Als Kinder unseres
Anschließend auch die Wunderweise drüben bei uns im Bonifatius-Haus, so sie noch die Zeit.
Fastnacht Sonntag, schöne Fastnachtstage. Gehet hin.